Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dyson's Fair Program. Ihr seht, in den Forschungen hat sich was getan. Am Rest der Karte hat sich nichts getan, außer hier ist eins mehr. Ich habe meine Warteschleife durchlaufen lassen. Tatsächlich. Ich war ja am Überlegen, mache ich's nicht. Und ich habe mich dafür entschieden, das ein bisschen durchzulaufen zu lassen, dass wir einfach mal ein paar Sachen haben. Und werde hier jetzt einfach mal direkt noch mehr Öl produzieren lassen. Stoff hier, dann ist das einmal diese Linie, diese hier. Und dazu ist noch diese Linie her. Mit MK2 sieht es einfach besser aus. Muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe hier noch ein paar MK3-Sorter. So, einmal, zweimal und einmal rein. Ich muss hier natürlich das erst noch auswählen, weil sonst muss ich alles wieder auswählen. Darauf habe ich keine Lust. Das wäre natürlich nichts. So. Wir müssen erstmal unsere Produktion für Rohöl und alles haben. Wir brauchen natürlich weitaus mehr MK3-Bells bei 1100. Reicht auch vorne und hinten nicht aus. Forschung. Nice. Wie ihr in den Forschungen seht, wir sind ein bisschen vorangekommen. Planetäre Logistiksystem, Logistikdistributor. Also ein bisschen was ist dazugekommen. Nicht viel, muss man dazu sagen, weil wir brauchen Prozessoren. Davon will ich schon mal ein bisschen was mitnehmen, dass ich ein paar Prozessoren machen kann. Silikon. Nehme ich alles mit. Kupfer. Nehme ich alles mit, was geht. 483. Produzieren! Reicht nicht mal an. Okay, Kupfer hat ausgereicht. Egal, passt so. So. Dann kann ich das hier noch verlängern. Weil wenn wir mehr Öl und Hydrogen bekommen, dann läuft das Ganze noch mal ein bisschen besser. So und so und so. Kopiere ich das nochmal, setze das hier hin. Ich setze das hier hin. Ich brauche auf jeden Fall mehr Energie. Das werde ich tatsächlich aus Öl generieren. Ich glaube, das ist gar nicht so eine dumme Idee, weil ich jetzt aktuell noch kein Plastik brauche. Heißt, ich produziere einfach aktuell nur Öl. Das Gute ist, ich habe es ins Hintere laufen lassen. Machen wir einfach auch mal 7 Stück. Dann von hier nach hier. Dann besetzen wir die ganzen Belts. Das letzte ist noch zu weit entfernt. So. Dann darf das jetzt passen. Weil was nicht passt, wird passend gemacht. Aber wie ihr schon seht, ich habe hier nochmal 8 Stück. Heißt, das hier wird nicht alles sein. Ich werde nochmal eine Reihe bauen. Ich werde aber hier einmal Storage Tank. Hier einen Zwischentank.
Dann darf das von hier nach hier und das raffinerierte Öl darf einmal hier rein. Das darf dann hier rein. Und von hier speisen wir das mit ein. Ja, das werden wir. Und zwar so. So und rein. Dann ist das nämlich schon mal mit eingespeist, weil rotes Materium haben wir 1900. Wir brauchen bloß noch weitaus mehr. Distribution Range. Ja, die Range müssen wir erhöhen von denen schon mal. Ich habe hier relativ wenig. Ich muss dann einmal von hier einmal hoch, so hier hin und dann zack. Eins drüber, bam. Dann können wir das Ganze auch erhöhen. Dann mal gucken, ob wir gleich eine höhere Produktion haben. Dann haben wir auch hoffentlich mehr Öl bzw. mehr Energie. Ja, sobald die ganzen hier gefüllt werden und gefüttert. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, tatsächlich. Es geht. Hier oben habe ich nochmal Öl. Das habe ich nämlich auch gesehen. Da kann ich dann nämlich das Ganze hier einfach verlängern, bis ich keins mehr habe. Werde hier das Ganze einmal verlängern und hier das Ganze einmal verlängern. Werde aber hier von dieser Seite es kommen lassen diesmal. Bis hierhin. Und hier wird Rohöl produziert. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Jetzt lassen wir das Ganze einmal bauen. Wir müssen auch bald gucken, dass wir Hydrogen bekommen, Hydrogen Fuel. Ja, ich mache ja noch ein bisschen Action-Maction. Sobald ich einfach Logistik-Drohnen habe, dann können wir alles loslegen. Weil wenn ich Drohnen habe, kann ich dann Blueprints machen, kann dann alles vergrößern, verbessern und ja, verstärken. Dann läuft das Ganze viel besser. Jetzt muss das Ganze hier noch gesetzt und gebaut werden. Natürlich haben wir keine Energie mehr. Habe ich denn nicht noch irgendwas, das mehr Energie bringt? Rohöl. Nein. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Wir machen das einmal anders. Wir setzen das einmal hier. Und laden uns auf. Na, guck. Na, siehst du das?
Unser Öl, das hier verbraucht wird, läuft auch ziemlich gut. Unser Mech wird ziemlich schnell geladen. Dafür sind die Wireless Power Charger extrem gut. So, das sind jetzt noch die paar Sachen hier. Wenn wir das jetzt haben, laden wir einmal wieder auf. Und das hier überall hin. Hier das Öl nehmen wir mit, das schmeißen wir rein in unseren Mech. Geben den überall noch Energie. Dann mal gucken, dann sollte jetzt alles funktionieren. Es blinkt nichts. Unsere Energie ist aktuell okay. Pro Sekunde. Ja, Prozessoren dauern noch 3 Minuten. Wenn wir die hier schon mal einige haben, können wir direkt Prozessoren herstellen. 254. Hier drüben läuft es auf jeden Fall schon mal besser. Oh, hier wird sogar ein bisschen was gesammelt. Ein Hydrogen. Das ist auch eine gute Energiequelle. Nehmen wir mal mit. Unser Mech darf das auch gleich verarbeiten. Okay, Hydrogen ist besser als Graphit. Natürlich auch weiter seltener. Ja, hier haben wir schon mal 2000. Das können wir noch nicht machen, weil wir Prozessoren brauchen. Die können wir nicht machen, weil wir Prozessoren brauchen. Das hier können wir nicht machen, weil wir Graphit brauchen. Und Titan. Titan habe ich ja ein bisschen was, aber nicht viel. Was haben wir denn hier? Wissen wir nicht. Boah, wir müssen in der Forschung vorankommen. Aber mir fällt was auf. Ich kann das erhöhen. Dann wird nämlich die Forschung immer schneller durchgeschleust. Bam. Eine schnellere Forschung. Dank 5 von diesen Teilen. Das sollten wir auch bald noch ein paar mehr holen. Das hier erhöhe ich mal. So, Produktion erhöht. Hier die ganze Produktion ist halt nichts. Aber was soll ich machen? Wir können das hier gleich machen. Wenn wir das haben, können wir gleich ja schon mal ein paar Prozessoren herstellen. Ja, ich weiß, das hier müsste ich jetzt nicht unbedingt da drin haben. Aber, naja, Prozessoren. Ich habe hier ein paar Prozessoren. Okay. Ich brauche... Hier kommt nichts an. Was fehlt denn? Eisen. Die Eisenproduktion da oben ist voll. Nehmen wir mit, was geht. Ja.
Prozessoren habe ich ja ein bisschen was dabei von beidem. Oh, das habe ich jetzt nichts dabei. Davon habe ich nichts dabei. Auch Stein. So, ein bisschen Stein muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Ich habe doch normalen Stein. Was fehlt denn hier? Natürlich. Rohes Material. Ich mach mal. Gott, kostet es viel. Die gehen ja von der Produktion her, aber der Rest. Okay, machen wir mal weg. Hauen wir mal wieder rein. Hier drüben auch. Aber Leute, das war es tatsächlich schon wieder mit dieser Folge von Dyson's Hair Program. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir hier auf jeden Fall ein bisschen weitermachen. Können wir mal ein paar Prozessoren machen. Die ersten Prozessoren, die wir haben. Machen wir hier schon mal 10. Und dann werden wir hier den Rest mal bauen. Wie zum Beispiel das hier und das hier. Kann ich noch lang nicht. Ich brauche erstmal die Forschung. Hier, die hier. Die kann ich noch nicht machen. Und das sehen wir schon mal bei uns im System, was wir alles machen können. Weil das geht, das geht, das geht. Ja, die gehen alle. Bauen hier halt rotes Materium. Und da brauchen wir halt genau Prozessoren für. Warte, ich nehme hier noch Sticks mit. 12. Ich mach mal 10 von den Dingern. Geht halt auf 700 Sekunden hoch. Holy moly. Okay. Da haben wir auf jeden Fall was zu tun. Hier kann ich schon mit 30 bauen. Interesting. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dyson's Hair Program. Bis zum nächsten Mal. Ciao.